Hallo und herzlich willkommen zu MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast. Von und mit Nele Handwerker. Ich habe heute MS-Patientin Jule zu Gast von Sollte, Könnte, Mache. Und wir unterhalten uns natürlich über die MS, aber auch darüber, wie sie trotzdem Träume lebt. Miss Perspective. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass ich heute Jule da habe. Wir haben das ganz lange probiert und endlich ist es uns gelungen. Jule ist ja frisch aus Norwegen zurückgekehrt und ich habe sie im Prinzip über Instagram kennengelernt, aufgespürt. Da haben sie sicherlich auch ganz viele entdeckt, weil sie einen ganz spannenden Account hat. Aber ich würde jetzt sagen, Jule, stell dich doch gerne erstmal selber vor. Und ganz liebe Grüße nach Leipzig. Ja, hallo Nele. Ja, einfach mal ganz kurz zu mir. Ich bin Jule, ich bin 30, habe meine Wurzeln im beschaulichen Nordwesten von Brandenburg. Und mich hat es durch den Job damals nach Sachsen getrieben und bin viel durch Sachsen und Sachsen-Anhalt dann getingelt und die Liebe hat mich dann schlussendlich nach Leipzig gebracht und da haben wir jetzt immer noch unsere Homebase und ja, ich bin jetzt seit 6,5 Jahren mit meinem Mann Sven zusammen, seit 2,5 Jahren sind wir verheiratet und bin jetzt seit 2,5 Jahren volle Erwerbsminderungsrentnerin und tatsächlich seit 5,5 Jahren nicht einmal mehr arbeiten gewesen. Okay, ja, danke erstmal für den Einstieg. Ganz kurz muss ich als Dresdnerin natürlich sagen, kann ich verstehen, dass du dich nach Sachsen hast entführen, hingleiten lassen. Ist ja ein wunderschönes Bundesland. Und dass du dir dann noch einen Sachsen geschnappt hast, gute Wahl, liebe Jule. Ja, okay, genau. Aber die Erwerbsminderungs-, also der Grund dafür, genau darüber reden wir heute natürlich. Es geht hier um die MS. Seit wann hast du denn genau die Diagnose? Ich habe die Diagnose Ende 2015 gekriegt, im Dezember 2015, wie wahrscheinlich viele andere mit MS, hat sich die schon Jahre zuvor angekündigt. Ich bin der Meinung, dass ich die erste Sehnervenentzündung 2006 hatte und habe dann viele, viele Jahre immer mal wieder im Krankenhaus verbracht, immer mit einer Fehldiagnose. Aber man muss dazu sagen, dass ich, als es dann 2015 ins Krankenhaus ging, in die Notaufnahme, ging es dann sehr, sehr schnell. Dann hatte ich die Diagnose wirklich innerhalb von ein paar Tagen. Von daher, naja, wenigstens Glück im Unglück. Okay, und wenn ich dann nochmal ganz kurz nachhaken darf, du hast gesagt 2006 das erste Mal, ich hatte zugegebenermaßen Glück, bei mir ging es relativ fix. Ich war gleich unter Beobachtung nach der Sehnerventzündung. Hatte ein Jahr später die Diagnose. Heißt das, du warst, weil du gesagt hast, du kommst aus dem ländlichen, eher in einem kleineren Krankenhaus zum Check oder bei einem, sagen wir mal, normalen Arzt und gar nicht im Krankenhaus bei den ersten Vorkommnissen? Tatsächlich hat damals meine Deutschlehrerin gesagt, hey, du liest eigenartig, ich soll doch einfach mal zum Augenarzt gehen. Und ab zum Augenarzt, der Augenarzt hatte zu meiner Mutter gesagt, hey, da ist irgendwas eigenartig. Daraufhin zu einer Augenklinik und die Augenklinik hat mich sofort ins Krankenhaus überwiesen und auch in ein Krankenhaus, was mit der Charité Berlin zusammenarbeitet. So, und dort habe ich 14 Tage lang gelegen und leider muss man sagen, dass dort die Ergebnisse, ich habe die dann später mal angefordert, einfach etwas uneindeutig waren und weil sie uneindeutig waren, hat man mir dann so eine Wischiwaschi-Diagnose gegeben. Und an dieser Wischiwaschi-Diagnose hat man sich dann die nächsten Jahre einfach so lang gehangelt. Und obwohl meine Eltern sich dann auch dafür entschieden haben, mal mit mir nach Berlin in die Charité zu fahren und auch mal nach Magdeburg, hat man immer an dieser Diagnose festgehalten. Okay, das heißt, die haben dir auch damals gar nicht Cortison gegeben oder haben sie dir Cortison gegeben? Gar nicht.
Okay. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Und dann noch, ja. Das ist Mist, genau. Aber mir geht es ja darum, hier auch ein bisschen aufzuklären. Ne? Das ist schon wichtig, dass man zu den richtigen Leuten kommt. Und wenn man vielleicht da irritiert ist, lieber dranbleiben. Haben deine Eltern auch versucht, muss deshalb nicht immer zum Erfolg führen. Aber einfach für alle, die bei denen es vielleicht unklar ist, ne? Als Hinweis draußen, lieber dranbleiben, lieber mal irgendwie nochmal extra checken lassen und vielleicht nochmal eine Zweitmeinung einholen. Nur, falls da jemand draußen ist, bei dem es auch unklar im Raum steht. Wie geht's dir denn aktuell mit der MS? Also ich bin definitiv niemand, der sagt, dass es mir irgendwie schlecht gehen würde. Auch wenn mein Arzt mich jedes Mal fragt, wie geht's Ihnen, sage ich nie, hey, mir geht's schlecht. Im Vergleich zu vor 2 Jahren habe ich definitiv gesundheitlich abgebaut. Und ich habe auch definitiv mehr schlechte Tage, aber ich mache immer das Beste aus meinen Tagen. Ich versuche da das Beste rauszuholen. Und deswegen sage ich einfach, ich bin glücklich und ich habe mir so viele Träume trotzdem erfüllt. Und vielleicht ist die MS jetzt nicht unbedingt gerade nett zu mir, aber trotzdem geht es mir gut. Okay, ja, das ist eine super Einstellung. Und mit Einstellung kann man ja auch echt eine Menge machen, eine Menge bewirken. Nimmst du denn eine Basistherapie oder hast du schon mehrere ausprobiert oder wie ist dabei der Stand bei dir? Seit 3 Wochen nehme ich tatsächlich keine Basistherapie mehr. Ich habe die letzten 4 Jahre Tecfidera genommen. Da habe ich immer gesagt, das ist mein Medikament und ich möchte es nie absetzen. Aber leider hat es einfach nicht mehr gewirkt. Und ich bin gerade in den Vorbereitungen zu Ocrevus. Deswegen haben wir es abgesetzt. Ich habe meine erste Corona-Impfung bekommen und wenn die zweite dann durch ist und die anderen Vorbereitungen, dann werde ich dann umgestellt und habe davor auch 2 ausprobiert, 2 Interferone, einmal dieses Plegridi und Avonex. Aber nicht lange, muss man dazu sagen. Ja, gut, ist ja aber auch der aktuelle Stand der Forschung, wenn das Medikament nicht wirkt, also nach der Zeit, nach der Anlaufzeit, dass man dann auf jeden Fall wechseln sollte, weil bei der Menge an Medikamenten, die es auf dem Markt gibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwie eins gibt, was anschlägt und ja, lieber die MS so gut es geht in Schach halten, ne? Also gehst du ja mit deinem Arzt genau die Richtung, die man so sagt. Und klar, dass du bei einer Umstellung dann mal eine Weile irgendwie vielleicht ohne bist oder so, das macht ja Sinn. Und schön auch, dass du geimpft bist. Also ich war da gerade erst, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist ein paar Tage später, aber war ich jetzt gerade erst im Update vom MS-Zentrum Dresden zum Thema Corona-Impfung. Das vielleicht nochmal ganz kurz als Einschub. Die hatten da wieder neue Daten aus Israel vorgestellt und tatsächlich, egal welche Therapie man nimmt, ob die hochaktiven, die auf die B-Zellen gehen, in jedem Fall kriegt man ausreichend Immunantwort. Man hat wohl nicht immer, jetzt habe ich mir wieder nie gemerkt, wie die Zellen heißen. Also bestimmte Zellen kannst du nie nachweisen manchmal, aber die Immunantwort ist immer da. Das heißt, man ist definitiv gegen Corona geschützt und die sehen im MS-Zentrum Dresden gerne mal Probleme, gerade auch mit Long-Covid bei MS-Patienten, gar nicht unbedingt bei den Jüngeren mit irgendwie den akuten Sachen, aber mit Long-Covid, dass sie da lange Probleme haben und also bitte impfen lassen da draußen. Ne? Alle sind geschützt. Es ist nur, wenn man Cortison nehmen muss, dann hat eventuell die Impfung nicht gewirkt. Also das ist das Einzige, was sie sehen, wenn man Cortison nehmen muss, dann kann das eventuell den Impferfolg kurz mal crashen. Dann muss irgendwie 4 Wochen Abstand sein. Aber ansonsten, das ist kurzer Einschub. Sorry dafür. Zurück zu dir. Wenn ich da mal ganz kurz was einschieben darf. Wir waren ja lange in Norwegen und es hieß ja lange, dass es eventuell auch eine Impfung Long-Covid auslösen könnte, eine Fatigue verschlimmern könnte oder so. Und tatsächlich gibt es ja eine norwegische Studie, das habe ich mitgekriegt, als wir in Norwegen waren, die haben gesagt, nur eine Corona-Erkrankung selbst kann eine Fatigue verschlimmern, aber eine Impfung nicht, falls das jemand mal irgendwie sich deswegen nicht getraut hat, sich impfen zu lassen oder so. Norwegen hat dazu eine Studie aufgestellt, kann man gerne auch googeln, ist eine repräsentative Studie und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt auch entschieden, mich impfen zu lassen wegen dieser Studie, weil ich da doch sicher war, okay, eine Impfung ist absolut sicher. Super, danke.
Danke, genau, klasse. Dann kommen wir mal zur Lebensplanung. Wie sah die denn aus vor der Diagnose und hat sich da irgendwie für, ja, deine Pläne, was Beruf, Familie, Freizeit und so angeht, verändert? Ich vermute mal schon. Also ich hab im Textileinzelhandel gearbeitet und bei einer sehr großen schwedischen Kette, so es weiß jetzt auch jeder, um was es sich genau handelt. Da habe ich auch Sven kennengelernt. Der hat diesen Laden gerade umgebaut. Der war im Laden-Innenausbau tätig und ich war dort Abteilungsleiter und war kurz davor, meinen eigenen Store zu kriegen als Filialleiter. Und ich war halt so der Typ, mich konnte man an meinem freien Tag anrufen, mich konnte man nach Feierabend anrufen und mich konnte man auch vor der Arbeit mal anrufen, wenn irgendwas ist. So, das hat mich nicht gestört, weil ich habe für den Beruf gelebt. So, und ich war auch sehr stolz darauf, weil ich war ein sehr oder bin immer noch ein sehr sozialer Mensch und habe einen sehr bestimmten Führungsstil gehabt. Mir war das immer sehr wichtig, dass das immer auf Augenhöhe stattfindet. Und deswegen war ich da immer sehr, sehr stolz drauf. Und urplötzlich nicht mehr arbeiten zu können, hat mich extrem aus der Bahn geworfen. Und ich muss sagen, ich habe noch Monate danach, obwohl klar war, obwohl ich auch schon Gutachten hatte, ich kann definitiv zumindest in diesem Beruf nicht mehr zurück, habe ich mich trotzdem immer wieder beworben. Immer wieder beworben, weil ich gedacht habe, na ja, aber wenn ich vielleicht ein bisschen weniger Stunden hätte oder so, oder es war klar, dass ich das nicht kann, aber ich wollte trotzdem immer wieder, weil ich das einfach für mich nicht akzeptieren konnte. So, und ich war dann auch mal Probearbeiten oder so, einfach weil ich das für mich nicht akzeptieren konnte. So, und aber als es dann irgendwann ankam, habe ich dann auch selber erstmal gemerkt, was ich verpasst habe, dadurch, dass ich so für den Job gelebt habe. Weil nach Feierabend nie abzuschalten oder selbst am freien Tag 2 Stunden lang mit der Arbeit zu telefonieren, oder das beste Beispiel war, ich war mal auf einem Festival und habe auf dem Festival mit der Arbeit telefoniert. Und es gab Riesenstress mit den Leuten. Es gab Riesenstress. Da hatte ich noch Wochen später Ärger mit der besten Freundin. Da habe ich erstmal gemerkt, was ich alles verpasst habe. Und das hat sich tatsächlich auch auf meinen Mann Sven dann gelegt. Der war immer auf Montage, er war manchmal 10, 14 Tage weg, dann 2 Tage zu Hause. Die hat er meistens geschlafen. Der hat tatsächlich nach 3 Jahren den Job gekündigt und hat sich einen Job in Leipzig gesucht, dass er zu Hause ist, weil er selbst gemerkt hat, was er alles verpasst. Und hat auch angefangen, so ein bestes Beispiel war, ich habe dann auch mal gesagt, pass mal auf, du siehst doch an mir, was es bedeutet, gesund zu sein oder krank zu sein in dem Fall. Und ich hatte ihm mal einen Arzttermin gemacht, weil er Leberfleck hatte. Ich habe gesagt, pass auf, Leberfleck, ganz, ganz gefährlich. habe ich ihm Hautarzttermin gemacht, der ist ja nicht hingegangen. So, weil sein Chef angerufen hat, er soll bitte früher zur Arbeit kommen. Hab ich gesagt, was du alles hinwirfst, ne, nur für die Arbeit, also wegwirfst für die Arbeit. Und auch er hat verstanden, was das bedeutet. So, das war ein sehr starkes Umdenken von uns beiden. So. Und in der Familie ist auch viel passiert. Also erstmal für uns, für die Familie. Wir beide wollten nie heiraten. Jetzt sind wir verheiratet plötzlich. ja. und auch so von der Familie her, ich hatte zu meinem Vater keinen Kontakt. Jetzt habe ich zu ihm Kontakt. Schön. Und auch sehr, sehr guten. Und er gibt sich auch ganz, ganz viel Mühe. Und er sagt auch immer wieder, er weiß, dass er sehr viel falsch gemacht hat. Und er fragt auch ganz viel, wie es mir geht. Und er sagt auch immer wieder, er ist so unglaublich stolz, dass wie ich mit der Erkrankung umgehe und dass wir auch so anderen dann auch noch Mut machen. Und aber ich muss auch sagen, dass auch dieses andere Beispiel gibt. Es haben sich auch ganz viele Freunde abgewandt. Aber ich habe auch gemerkt,
dass es gar nicht so wichtig ist, viele Freunde zu haben. Es ist viel, viel wichtiger, die richtigen Freunde zu haben. Schön, ja. Da gab es übrigens mal eine ganz tolle Ausstellung im Deutschen Hygienemuseum in Dresden zum Thema Freundschaften. Ne? Genau, da war das auch von allen möglichen Stellen beleuchtet. Und das wären ja dann, das wären dann halt oberflächliche Freunde gewesen sein, ne? Die irgendwie mit Party-Festivals vielleicht mitgefeiert haben, was auch immer. Irgendwie die Halligalli-Zeiten, aber nicht, nicht die guten, weil bei mir sind fast keine Freunde weggegangen, aber das waren eben alles schon gute Freunde, ne? Also es muss sich nicht ändern, will ich jetzt bloß für draußen, ne? Für die Leute, die zuhören, sagen, das muss sich nicht ändern, es kann sich ändern, aber wenn Leute weggehen, dann sind es nicht die, die wichtig sind, dass sie bleiben. Da muss man, glaube ich, nicht traurig sein. Aber danke für diese Einblicke. So, jetzt habt ihr ja einen ziemlich coolen Instagram-Kanal. Ich gebe es zu, ich habe leider nicht immer so viel Zeit reinzuschauen. Wann habt ihr den denn gestartet und was wollt ihr genau damit erreichen? Wir haben im Januar 2020 gestartet, also jetzt noch gar nicht so lang her. Ich gucke gerade mal nebenbei, 1,5 Jahre. Und tatsächlich relativ erfolgreich auch, gleich von Anfang an, was das von Anfang an sehr leicht gemacht hat. Weil wenn man von Anfang an einfach sehr viel Austausch hat, verliert man nie wirklich die Lust daran. So, weil wenn man immer nur so für sich ist, glaube ich, hätte ich schnell die Lust daran verloren. So. Mhm. Und ich erkläre das immer ganz gern damit, dass ich jetzt schon so lange zu Hause bin und irgendwann, ja, jeder sagt, na, 2 Wochen Urlaub sind viel zu wenig, ne? Ich wäre gern am liebsten immer zu Hause, aber wenn man dann plötzlich immer zu Hause ist, fehlen einem ganz bestimmte, ganz wichtige Sachen. Das ist einfach soziale Kontakte, ne, außerhalb der eigenen 4 Wände, eine Aufgabe, wo man sich selber reflektieren kann, wo man sich verbessern kann, wo man auch mal Feedback bekommt und wo man sich so ein bisschen reinfuchsen kann. So. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, warum nicht einfach eine Aufgabe, wo ich so eine gewisse Herzensangelegenheit so damit verbinden kann. So, und das war einfach zum einen so dieses Aufklären. Ja? Jeder mit einer chronischen Erkrankung möchte gerne, dass er besser verstanden wird. Mhm. Aber auch zu vermitteln, dass jeder, der wirklich mit einem Schicksalsschlag konfrontiert wird, sich noch seine Träume erfüllen kann. So, das muss jetzt nicht wie wir zum Beispiel das Reisen sein, sondern jeder hat irgendwie noch so einen kleinen Traum. So. Und das möchten wir irgendwie vermitteln mit unserem Account. Und das macht ihr auch super. Also ich war ja auch sofort angefixt sozusagen. Ich fand das ja auch gleich total klasse und es ist sehr, sehr, sehr schön. Also vielen Dank, glaube ich, von ganz vielen da nochmal offiziell. Ihr kriegt ja immer das Feedback, aber trotzdem auch hier auf dem Podcast. Und wenn du da draußen Jule und Sven noch nicht kennst, sollst du auf jeden Fall vorbeischauen. Es gibt ja jetzt auch mehr Möglichkeiten. Es ist auch seit einiger Zeit hinzugekommen, eine Homepage. Was findet man denn dort zusätzlich sozusagen zu Instagram? Auf unserer Homepage, wir haben jetzt die 3 Schlagworte für uns, die mit uns in Verbindung gebracht werden sollen, kreierte Aufklärung, Inspiration, Information. Mhm. Zum einen die Aufklärung zu den Erkrankungen Multiple Sklerose, Epilepsie und chronische Fatigue. Denn ich leide ja auch noch an der Epilepsie und einfach an der chronischen Fatigue. Mhm. Einfach, was sind die Erkrankungen und dann Inspiration, lasst euch inspirieren und motivieren, Träume zu erfüllen, aber vor allen Dingen auch Information, denn wir haben einfach festgestellt, dass viele Menschen da draußen sich gar nicht richtig trauen, auch mal zu reisen, weil sie Angst haben, zum Beispiel wegen der Krankenversicherung. Ja, was passiert im Ausland, wenn ich einen Schub habe? Mhm. Was passiert im Ausland, wenn ich Probleme mit meinen Medikamenten habe?
Weil so, wir waren jetzt in Norwegen und viele haben uns plötzlich angeschrieben, wie macht denn ihr das eigentlich? So, was ist denn mit dir, mit der Krankenversicherung? Du musst doch krankenversichert sein. So, und wie machst denn du das mit deinen Medikamenten? Und da ist uns erst bewusst geworden, dass das gar nicht so selbstverständlich für die Leute ist, an die Information zu kommen. Und viele haben uns angeschrieben, ich traue mich gar nicht in den Urlaub. So. Und da hatte ich mit vielen Kontakt. Und da ist uns dann aufgefallen, wenn man mal googelt, findet man keine richtigen Informationen dazu, geballt mal. Und dazu wollen wir einfach ganz viel erzählen. Und vor allen Dingen, und das merken wir auch immer wieder, wir möchten, dass Sven, mein Mann, mal zu Wort kommt, dann wo hat man das mal so richtig, dass auch mal der Partner schreibt oder zu Wort kommt? Wie empfindet er es, mit jemand, der Multiple Sklerose hat, zusammenzuleben? So, wie empfindet er es, wenn ich den ganzen Tag im Bett liege und er den Haushalt machen muss? Oder was hat er für Zukunftsängste? Ein Artikel zum Beispiel auf unserer Website ist, wie hat er es damals empfunden, als ich in der Notaufnahme lag und die Diagnose gekriegt habe? Super. Finde ich total klasse. Ja, genau. Weil, also ich wäre ja auch zum Teil kontaktiert von Angehörigen. Und toll, dass ihr da Svens Perspektive mit reinbringt. Ich habe es auch schon überlegt mit meinem Mann, aber der ist eher der introvertierte Typ. Insofern mal schauen, ob ich ihn dazu überreden kann, dass er mir mal Rede und Antwort steht. Wir werden sehen. Genau. Ihr habt was ganz, ganz frisch. Startet ihr noch YouTube? Was wird man denn auf YouTube finden? Bestimmt tolle Drohnenvideos oder Fotos oder so? Was wird es da geben? Ich bin neugierig. Tatsächlich startet heute, wenn wir das gerade aufnehmen, startet unser YouTube-Kanal. Und dort wollen wir eine nette Mischung machen aus unseren Reiseerfahrungen, aber auch aus wieder informativen, inspirierenden Videos zu Multiple Sklerose und wie kann man bestimmte Sachen umsetzen. Unser Einstiegsvideo ist zum Beispiel meine Gedanken, als ich die Diagnose MS gekriegt habe und Svens Gedanken, als ich die Diagnose gekriegt habe und wie sich mein Leben verändert hat, aber wie sich sein Leben verändert hat. So, und tatsächlich, deswegen ist das Ganze erst entstanden, wo wir gedacht haben, hey, komm, lass uns das mal machen. Wir haben ganz viele Anfragen gekriegt, könnt ihr nicht mal ein Video machen, wie funktioniert denn das mit einer Rente im Ausland? So, und ich bin dann halt nicht so, dass ich sage, oh, ich will das jetzt alles in eine Story packen bei Instagram oder so. Und dann habe ich gesagt, ach komm, lass uns mal jetzt ein Video drehen. Wir packen das auf YouTube und machen daraus einfach so eine nette Mischung aus, naja, unseren Reisen, weil, hey, nichts ist cooler, als zu zeigen, trotz unserem Schicksal reisen wir, aber gleichzeitig geben wir euch echt nützliche Informationen, wie ihr das umsetzen könnt. Ja, super. Genau, das ist klasse. Und jetzt haben wir es, glaube ich, am Anfang auch noch gar nicht gemacht. Sag mal ganz kurz, wie jeweils die ganzen Kanäle heißen. Also wie heißt ihr bei Instagram? Sollte, könnte, Punkt mache. Und unsere Website ist sollte, könnte, mache.de. Und YouTube ist einfach nur sollte, könnte, mache. Okay, genau, dass wir das nicht irgendwie vergessen, hier mal zu erwähnen. Ich packe es auf jeden Fall auch in die Shownotes, aber genau, das ist ja wichtig. So, jetzt gehst du total offen mit den ganzen Erfahrungen rund um die MS um, was ich auch immer wieder klasse finde. Hat dich das Überwindung gekostet oder konntest du das gleich so machen? Du hast ja gesagt, gerade der Abschied aus dem High-Life-Karriereleiter-Beruf, das hat dich schon viel Überwindung gekostet. Wie war es mit dem offenen Umgang mit der MS? War das auch schwierig oder flutschte das gleich raus alles? Nein, überhaupt nicht. Also selbst heute kostet mich das noch Überwindung, teilweise. Also gerade am Anfang, privat, hat es mich enorm Überwindung gekostet, weil ich ständig das Gefühl hatte, ich muss mich für irgendwas rechtfertigen. Und als ich dann noch entschieden habe, das öffentlich zu machen, habe ich ständig gedacht, ich gehe Leuten auf die Nerven.
Und selbst heute denke ich ständig, also nicht ständig, aber selbst heute habe ich Tage, wo ich sage, ich ziehe mich mal zurück und die Leute wissen das auch und das reflektiere ich aber für mich und mache das, erkläre das den Leuten später. So, ich hatte vor 2 Tagen, habe ich nur ein kurzes Foto zum Beispiel gepostet, habe gesagt, heute geht es mir nicht gut und da möchte ich dann zum Beispiel einmal nicht drüber reden. Mhm. So. Aber ich glaube, es gibt immer mal so Tage, wo man sagt, so, es gibt Dinge, da möchte man jetzt einfach nicht drüber reden und was man einfach für sich mal ausmachen muss. Mhm. Und wo ich selber sage, dass da möchte ich jetzt mit meinem Mann mal jetzt in dem Moment nicht drüber reden, was man einfach mal für sich reflektieren muss. So, woran liegt es jetzt, dass ich jetzt gerade in dem Moment schlecht gelaunt bin? So, ich hab immer so, keine Ahnung, einmal im Vierteljahr einen Tag, wo ich nur weine. Mhm. So, das muss dann einfach sein. Ich glaube, das kennt jeder mal, wo man aus, da weiß man auch den Grund nicht. Da weint man einfach nur. Und das kann man dann auch erst 3 Tage später, wenn der nur an das liegt. Und manchmal weiß man es, glaube ich, auch nicht. Ne? Meine beste Freundin nach der Entbindung hatte die auch sowas und die Antwort von ihrem Lebensgefährten war, da habe ich wirklich so schlecht gekocht. Aber auch biochemisch war das. Es ist ja manchmal, gibt es nicht immer in dem Sinne einen Grund. Ne? Manchmal ist es biochemisch so, dass es raus muss, was auch immer. Ja. Wann habt ihr denn die Entscheidung getroffen, auf Reisen zu gehen? Wir haben, als wir uns kennengelernt haben, haben wir schon gesagt, hey, wir möchten ganz viel erleben und haben auch viele Ausflüge gemacht und waren auch vor der Diagnose einmal in Irland im Urlaub und hatten schon geplant, ja, und dann machen wir das. Und dann kam die Diagnose, die MS-Diagnose, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen mal eine Weltreise. So, ja, und dann haben wir gesagt, so in 10 Jahren machen wir eine Weltreise. Ein Jahr später habe ich gesagt, in 10 Jahren machen wir eine Weltreise. Und dann haben wir so gemerkt, ja, warte mal, das ist ja nicht weniger geworden. Also haben wir festgestellt, wir müssen jetzt wirklich in die Planung gehen. Also kam dann plötzlich die Idee, ja, wir fliegen vielleicht nach Thailand oder nach Panama, nach Costa Rica. Ganz viele Ideen, wir sind nicht so entscheidungsfreudig. Man müsste mal dabei sein, wenn wir irgendwas planen. Mhm. Also es ist auch öfter mal, wer uns kennt, weiß, dass bei uns sich immer viel ändert. Und da hatten wir erst überlegt, ja, okay, dann vielleicht machen wir mal so ein paar Jahre in Thailand Tauchlehrer oder sowas. Dann stellten wir fest, aber was ist denn, wenn ich irgendwann nicht mehr reisen kann? Also müssen wir erst wirklich jetzt reisen. Wir hatten die Idee, uns ein Wohnmobil zu kaufen. Mhm. Und haben das 2019 auch gemacht. Da gab es auch Bilder, ich erinnere mich. Das war ein absoluter Fehlkauf. Wir dachten, es ist in 2 Wochen fertig, aber haben über ein Jahr restauriert. Mhm. So, da sind auch viele Tränen geflossen. Aber es war ein nettes Projekt. Und dann... Ja, und dann, als wir endlich los konnten, theoretisch, dann kam Corona. Wir wollten genau los, als Corona kam, ja. Upsi. Und dann habt ihr ja aber trotzdem was gemacht, aber eben ohne Wohnmobil. Wie ging es da weiter? Ja, wir haben dann erstmal hier ausgeharrt. Dann habe ich einen extremen gesundheitlichen Rückschlag gehabt. Ich war über Wochen und Monate wirklich an die Wohnung gefesselt. Ich bin über Wochen gar nicht mehr rausgekommen. Ich habe wirklich nur noch gelegen. Ich habe Arzttermine nur noch per Videokonferenz teilgenommen. Also ich, nicht mal das habe ich mehr geschafft. Ich musste Zahnarzttermine absagen oder so. Und erst als es dann wirklich ein Notfall wurde, haben wir dann gesagt, so, ihr müsst aber dann wirklich schnell machen, also nicht mit Wartezeit oder so, ich muss direkt durch. Und Essen im Liegen und so, also es war heftig. Und das war dann der Moment, wo wir dann auch zu meinem Arzt gesagt haben,
was ist es denn jetzt? Ist es jetzt temporär oder ist es jetzt was Bleibendes? Und er hat dann gesagt, naja, noch können wir das nicht sagen. Aber es können so ein paar Dinge sein. So, da fehlt dann noch das erste Mal chronisch progredient. So, Verdacht. Und halt, dass die Fatigue so in Richtung chronische Fatigue gehen könnte. So. Und da sahen wir halt alles davon schwimmen gerade. So, dass wir gedacht haben, okay, das war's jetzt, das bleibt jetzt alles so und alle unsere Träume sind jetzt dahin. Und das wird jetzt unser Leben. Dass es wirklich so ist, dass Sven ab jetzt dann arbeiten geht und ich jeden Tag zu Hause rumvegetiere und einfach nur warte, dass er nach Hause kommt, mir mein Essen ans Bett bringt und das war's. Und dann kam so ein Tag, der hat halt unser Leben komplett verändert, weil wir haben dann den Leitspruch kreiert, leiden kann man überall. Das hat unser Leben verändert. Weil wir haben dann gesagt, naja, es ist ja egal, wo ich auf der Couch oder im Bett liege. So, weil wenn ich das jetzt in Leipzig mache oder in meinem Traumland in Norwegen, das ist ja im Prinzip egal. So, es würde sich nichts daran ändern. So, und aber wenn es mir dann mal für ein paar Stunden gut geht, würde ich nicht in Leipzig mal rausgehen, ich würde halt in Norwegen rausgehen. Der einzige Unterschied ist dann einfach, also das einzige Problem war einfach mal, wir müssten mich nach Norwegen irgendwie bringen. So, und da sind auch Tränen geflossen und ich habe ganz schlecht geschlafen die Tage und weil wir dann gesagt haben, ja, ist das jetzt die falsche Entscheidung? Und aber wir haben dann immer gesagt, naja, aber was könnte höchstens passieren, wenn wir das jetzt wagen? Das Einzige ist, wir würden wieder zurückkommen und würden wieder in der Situation stecken, wenn wir merken, es funktioniert nicht. Mhm. Also haben wir das Wohnmobil verkauft, weil wir gemerkt haben, okay, mit dem Wohnmobil wird es nie funktionieren. Ich kann nicht von Ort zu Ort reisen. So, wir müssen uns irgendwo ein Haus mieten, wo ich eine feste Umgebung habe, wo ich ein Bett habe, wo ich eine Couch habe, wo wir eine feste Küche haben, also nicht so auf diesem engen Raum. Mhm. Also haben wir von jetzt auf gleich das Wohnmobil verkauft. Hat doch eh gepasst, weil Corona-Preise, wir haben echt guten Preis gekriegt dafür. Mhm. Schön, das ist schön. Haben uns stattdessen ein Auto gekauft, haben alle Sachen, die wir benötigen, in dieses Auto gepackt und sind kurz bevor die Grenzen von Norwegen dicht gemacht haben, da haben wir echt Glück gehabt, sind nach Norwegen. Und eigentlich war geplant, dass wir nur 3 Monate nach Norwegen fahren und waren im Endeffekt über 6 Monate dort. Ja, cool. Und dort hat sich ja dein Zustand dann schon auch wieder verbessert, ne? Also du hast ja auch, glaube ich, oft genug geschrieben, dass ein Tag ist, wo du jetzt nie viel machen kannst, aber du warst doch immer mal draußen, ne? Also das hat er, oder in meinem Empfinden, also vielleicht empfinde ich es falsch, aber in meinem Empfinden hat es schon, zumindest aus diesem, was du gerade geschildert hast, ganz, ganz schlechten Zustand, dass du gar nicht mehr rausgekommen bist, hattest du dann in Norwegen auch wieder die Chance, ein bisschen da an dem Schönen teilzunehmen, oder? Also ich konnte zumindest einmal die Woche wirklich raus. Und also es gab einmal eine Zeit, wo ich 2 Wochen gar nicht raus konnte, aber das war auch dann wirklich die Ausnahme. Ich konnte einmal die Woche raus und das war dann auch wirklich so, ich meine, auf einmal habe ich dann 1 Meter hohem Schnee gestanden. So, und das, also da kriege ich halt jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Oder und wenn wir halt nur einmal die Woche für über 2-3 Stunden spazieren gegangen sind. Das war aber plötzlich was ganz, ganz anderes. So. Weil das hat sich ganz anders angefühlt, dieses einmal die Woche. So. Und, aber es war auch mental was anderes. Weil, wenn ich jetzt in Leipzig die ganze Zeit rumgelegen habe, war das, dass ich ununterbrochen drüber nachgedacht habe, alles ist jetzt gerade zusammengebrochen in den letzten Monaten. Aber in Norwegen kam irgendwie
so ein bisschen Hoffnung zurück. Mhm. Weil wenn es mir dann auch wirklich mal, also es war so ein Tag, der war so wirklich so, boah. Und da hat mich Sven, es war irgendwie ein bisschen traurig, aber irgendwie auch total schön. Der hat mich mit dem Schaukelstuhl, hatten so einen schönen Schaukelstuhl, also hat er mich ans Fenster geschoben, weil ich selber nicht dorthin gekommen bin. Ich hatte jetzt keine Kraft, aber der hat mich mit dem Schaukelstuhl ans Fenster geschoben. Ich habe dann zugeguckt, wie es geschneit hat. So, und da muss man sich halt selber hinterfragen, ne, ob ich nun jetzt in Leipzig auf der Couch liege oder halt in Norwegen im Schaukelstuhl sitze und im Schnee zugucke. Das ist mental was ganz anderes gewesen. Und deswegen hat sich's allein mental extrem gelohnt. Und mein Arzt hat mich auch begleitet in der Zeit. Hatte ich mit ihm Kontakt. Selbst er hat gesagt, bleiben Sie da. Schön. Ja, so soll es auch sein, ne? Arzt und Patient als Team. Und ich glaube auch, wenn das Glück über andere Wege reinkommt, klar, liegt natürlich auch an deiner Einstellung, aber das hilft ja dann auch fürs Allgemeinbefinden. Und das ist schließlich auch wichtig, selbst wenn vielleicht die klassischen Werte jetzt nicht immer dann doll sind. Ne? Aber wenn du dich in der Situation gut fühlst, weil es so schön ist, und Norwegen ist ja wirklich schön, dann freut mich das riesig. Ihr habt jetzt auch wieder neues Feuer, macht das auch alles trotz Corona. Seid ihr manchmal selber überrascht, was ihr so hinbekommt? Ihr habt jetzt nicht die einfachsten Voraussetzungen. Wenn jemand von außen drauf schaut, der jetzt vielleicht sich gar nicht mit chronischen Krankheiten und sowas auskennt, der denkt so, boah, krass, die trauen sich was. Und das noch mit all den, waren ja wirklich auch Auflagen und alles Mögliche. Ihr seid ja auch einmal, meine ich, noch umgezogen in Norwegen, oder? Ihr hattet zwei verschiedene Stationen. Wir waren in der Nähe von Lillehammer. Und dann haben wir 3 Monate auf den Lofoten gelebt. Also, ich glaube, Lofoten ist für jeden so ein Begriff, ne? Und das war schon ganz schön. wir hatten schon viel Zeit zu reflektieren. Und wir haben auch immer wieder gesagt, so richtig begreifen können wir noch gar nicht, was wir erlebt haben und auch machen, weil wir ja auch gesagt haben, okay, jetzt kommt ja bald das Nächste. Aber wir sind auch schon stolz auf uns, weil das alles, was uns so in den Weg gelegt wurde, weil es waren ja keine kleinen Steinchen, es waren schon echt große Steine. Sven sagt immer Hinkelsteine, riesengroße Hinkelsteine. Sven ist der Obelix. Ja, weil das mit dem Wohnmobil, was so kompliziert war, so, und dann können wir das nicht mal nutzen, weil erst kommt Corona, dann kommt das mit der Gesundheit alles und dann auch noch während Corona reisen mit chronischer Erkrankung. Und aber ich glaube, das ist zum einen, dass wir als Paar so gut harmonieren, aber auch, weil wir einen unglaublichen Willen haben dahinter. So. Aber wir sind selber manchmal erstaunt. Zu Recht, genau. Jetzt haben wir schon ganz kurz ein bisschen angeteasert. Wo soll das nächste Abenteuer hingehen? Da würde ich ganz gerne mal kurz ausholen. Mhm. Wir haben eine Liste. So, weil wenn du damit konfrontiert wirst, dass du wirklich nicht mehr wirklich raus kannst, ja, also selbst jetzt ist es ja noch so, dass ich, also wir sind jetzt seit 2,5 Wochen wieder in Deutschland. Wir haben erst bei meinem Vater kurz gewohnt, jetzt sind wir seit einer Woche in Leipzig und seit wir in Leipzig sind, war ich nur mal kurz eine halbe Stunde einkaufen, sonst habe ich die Wohnung noch nicht verlassen. So. Ich bin halt die ganze Zeit in der Wohnung. Wenn du damit konfrontiert wirst, denkst du darüber nach, dass eigentlich nichts selbstverständlich ist in deinem Leben. So, nicht mal die Wohnung zu verlassen. Und deswegen haben wir uns gefragt, hey, warte mal, Reisen ist ja auch nicht selbstverständlich. So, mein Vater ist in der ehemaligen DDR groß geworden. Und mit ihm habe ich mich zum Beispiel unterhalten und er hat gesagt, du, pass mal auf, ich war halt einmal damals in Russland, weil wir eine Partnerschule da hatten, er ist Lehrer. Ansonsten, ich war nie im Ausland. So. Und jetzt während Corona hat es auch jeder gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist zu reisen.
Und wir haben bei Instagram zum Beispiel mal die Frage gestellt, wenn du nur vier Länder nennen dürftest, so die du jetzt bereisen könntest, welche wären das? Weil wir haben uns vier Länder genannt, die unsere Must-Haves sind. So, und bevor wir nicht die bereist haben, bereisen wir kein anderes Land. Weil was ist, wenn wir dann nicht mehr reisen können? Dann haben wir unsere Must-Haves nicht gesehen. Und in diesem Sinne will ich mal ganz kurz einwerfen, jeder sollte mal kurz darüber nachdenken, was seine Must-Haves sind. Weil wir reisen viel zu sehr danach, lieber günstig und viel, statt seine Träume, statt dass wir unsere Träume erfüllen. Weil wir haben uns diese Must-Haves gesetzt und dann so eine Liste, was sind noch unsere Goodies? So, und unsere Must-Haves, ja, unsere Must-Haves sind halt Norwegen, haben wir uns erfüllt. So, Checken, ja. ist Island, ist Kanada. Kanada wird, naja, bis die mal aufmachen, mal schauen. Und eigentlich war das Indonesien, aber Indonesien ist ein bisschen schwierig gerade. Und wir haben das jetzt umgemünzt in Thailand. Und Thailand wird auch das nächste Land sein. Sehr cool. Island übrigens sehr geil, war auch bei mir ganz weit oben, haben wir schon gemacht, weil es auch einfach angenehm ist mit MS, ne? Da ist es so schön kühl, da ist es nicht so heiß und es ist grandios. Ist ja ähnlich wie Norwegen, bloß dass noch Vulkane hinzukommen. Superschön, superschön. Wird nach Thailand gemacht. Steht Sehr schon gut. fest, wann es dorthin geht, ja. Sehr gut, finde ich super. Genau, eine ganz große, also ich hat man jetzt, glaube ich, schon total im Interview bisher gemerkt, dass ihr total humorvoll mit schweren Themen umgeht, weil es ist ja nicht so, dass euer Leben leicht ist, ihr macht aber es echt super, wie ihr damit umgeht. Jetzt weiß ich, dass Instagram oder überhaupt soziale Medien nicht immer nett sind. Kriegt ihr auch mal irgendwas Garstiges zu hören? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Auch einfach vielleicht ein bisschen als Tipp für andere draußen. Also ich kann ganz schlecht mit Kritik umgehen. Tatsächlich kriegen wir das eher seltener. Schön. Worüber ich immer sehr erstaunt bin, weil wir auch wirklich, ja, das ein oder andere Thema mal kritischer angehen und das auch auf eine, du hast es gesagt, humorvolle Art und Weise. Aber tatsächlich passiert das eher seltener. Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man ein Thema angeht. Und weil ich sage immer so schön, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es dann auch wieder raus. Und wir versuchen immer, die richtigen Worte zu finden, selbst wenn wir Kritik äußern. So. Und ich hatte da letztens ein Gespräch mit jemandem und die hat zu uns gesagt, na ja, der Unterschied ist, ihr macht das immer sehr sachlich. So, ihr seid zwar sehr ehrlich, aber ihr macht es sachlich. So, und deswegen hat man nie das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie jetzt euch kritisieren müsste oder so. Und dann hat sie so geschrieben, na ja, und außerdem irgendwie habt ihr ja auch recht. So. Schön. Okay, schön, super. Du hast jetzt schon einiges erlebt. Wir kommen jetzt noch mal kurz sozusagen, machen noch mal kurz eine Spirale zum Negativen, einfach wie man sich wieder rauskämpft. Was war denn bisher dein tiefster Punkt mit der MS oder auch mit der Epilepsie? Sag mal, mit deiner Gesundheit und vor allen Dingen, wie bist du wieder rausgekommen? Ich würde da gern zwei nennen. Ich hatte, also mir fällt sofort 2016 ein, Ende 2016. Ich habe ja Avonex gespritzt und wer Interferon schon mal gespritzt hat, ja, wir alle setzen uns ganz gern mit Nebenwirkungen auseinander, weiß, dass eine Nebenwirkung Depression sein kann. So, und ich habe von Avonex eine Depression gekriegt. Und also, ich kann damit heute umgehen und ich werde auch gerade ein bisschen aufgeregt sogar davon. Ich kann heute sagen, dass ich wahrscheinlich suizidgefährdet war davon. So. Okay. Es war so, ich kann mich heute noch ganz genau an den Tag erinnern. Sven war halt zu dem Zeitpunkt auf Montage auch noch. Und es gab halt einen Abend, der wirklich akut war. Und ich habe am nächsten Tag sofort meine Sachen gepackt und bin zu meiner Schwester gefahren.
So, und habe halt mit ihr auch darüber gesprochen. Und sie hat gesagt, okay, bleibst jetzt bei uns, bis Sven nach Hause kommt, bis er dann bei dir ist. Und bin dann auch mit Sven zusammen zum Neurologen gefahren, habe ihm das dann erzählt. Und er hat dann auch sofort gesagt, okay, Abonex absetzen. Und wir versuchen ein neues Medikament. Und bis wir das probieren, bleiben sie jetzt aber erstmal ohne Basistherapie, weil es war kurz vor Weihnachten. Er hat gesagt, ich gönne ihnen jetzt einfach mal ein paar Wochen ohne. Das fand ich dann ganz nett. Und ich habe dann von mir aus gesagt, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich brauche irgendwie Hilfe. Und habe dann Tabletten gekriegt und auch eine Überweisung zum Psychologen. Und muss sagen, dass ich noch heute stolz bin, dass ich so von mir aus diese ganzen Schritte ergriffen habe. Dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt zu meiner Schwester, ich gehe zum Neurologen. Und dass ich auch meinem Neurologen gesagt habe, nein, ich brauche jetzt einfach Antidepressiva und ich muss zum Psychologen. Weil ich war 7 Monate bei der Psychologin. Und wir haben dann eh mal so, war ein Jahr nach meiner Diagnose, konnten wir eh mal so ein bisschen über die Diagnose schnacken, so. Wenn du gerade schon da bist, ne? Warum Ja, nicht? ja. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich halt es war wirklich akut. Und dass ich dann aber die Kraft hatte, so, obwohl ich so am Boden war, selber zu sagen, ich brauche jetzt das, das und das. So, dass mir einfach geholfen wird in der Situation. Und es war wirklich gut, weil ich wär da alleine nicht rausgekommen. Und es war dann aber auch wirklich viel, viel besser. Und es gibt einige, ich habe da mal bei Instagram drüber gesprochen, dass ich da von Depressionen bekommen habe. Es gibt einige, die gesagt haben, die hatten das auch oder die fühlen sich auch unter Interferon ein bisschen depressiv und die haben sich dann auch bedankt, dass ich so ehrlich war. Also ich glaube, ich hätte das vor ein paar Jahren noch nicht gekonnt, aber heute sage ich das jetzt so, ja, ich war wahrscheinlich damals echt Suizid gefährdet. Das Ja, super. war echt krass. Und das Zweite, dass du hast gesagt, du bist Zweinen, das war jetzt das eine. Das war eindeutig letztes Jahr, als ich gar nicht mehr rausgekommen bin. Das war auch mental ein Tiefpunkt. So. Weil, wenn du dann einfach denkst, das war so auch um den 30. Geburtstag drumherum, weil, na, ich hab immer so, oh mein Gott, ich werde jetzt 30. Und dann auch noch genau das, ich habe auch an meinem 30. Geburtstag, hat mir der Neurologe das auch mit chronisch progredient gesagt. So, und das war so, ich war da wirklich mental in so einem Loch, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist halt so viel einfach zusammengebrochen und viele, viele Träume einfach dahin. Und wie warst du früher? Wie bist du heute? Aber da kann ich nur wirklich jedem den Tipp geben, wir haben das echt gemacht, ganz, ganz strikten Tagesablauf und erstmal Emotionen zulassen. Das ist für mich das Allerwichtigste, so dass ich sage dann immer zu Sven, ich muss jetzt weinen. So, am nächsten Tag geht es mir viel, viel besser und dann ganz, ganz strikter Tagesablauf und nie denken, dass es jetzt vorbei ist, weil wo ich letztes Jahr war und wo ich dieses Jahr bin, das sind zwei unterschiedliche Menschen. Und das, obwohl ich ja, naja, ich kann immer noch nur einmal die Woche das Haus verlassen, aber trotzdem bin ich ein total glücklicher Mensch. Deswegen sich nie aufgeben. So, obwohl es, das ist das, was wir ja immer versuchen zu vermitteln, trotz solcher Schicksalsschläge kannst du immer noch so viel aus dir rausholen. So. Deswegen sich nie, nie, nie aufgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Und ich glaube auch, da draußen gibt es sicherlich Leute, die haben beste Gesundheit, alles Geld der Welt, alle Möglichkeiten und sind tief unglücklich. Und es gibt Leute, die wie du doch mehrere Schicksalsschläge haben und du bist ein glücklicher Mensch und machst anderen Mut und machst einfach das Beste aus den Gegebenheiten und arrangierst dich dann auch immer wieder neu, ne? Also großen Respekt, aber ich glaube auch, die Kraft, die in uns schlummert, die ist einfach eine riesige, man muss sie bloß zu aktivieren wissen. Und ja, Struktur kann viel helfen, ne, in schwierigen Situationen. Danke, danke du für die ganzen Einblicke. Vielleicht mal noch so ein genereller Tipp, was machst du denn, wenn du Symptome der MS verspürst oder wie gehst du mit den Symptomen um, weil du hast wahrscheinlich doch ein bisschen regelmäßiger damit Problemchen. Früher war ich total panisch. Heute bleibe ich eher ruhig. Also ich hatte jetzt im Oktober habe ich zum Beispiel eine Sehnervenentzündung gehabt. So, ich habe halt erstmal abgewartet und übers Wochenende geguckt, was passiert und am Montag dann gesagt, okay, es wird nicht besser, ab zum Arzt, weil dieses panische einfach, okay, jetzt ist hier gerade so ein Zimperlein, ne? Es ist ja auch manchmal, hey, so, jetzt habe ich gerade ein bisschen Stress, so, und der Körper reagiert halt einfach auf Stress, so. Deswegen versuche ich immer ruhig zu bleiben, zu gucken, war das jetzt gerade einfach eine stressige Situation und daher kommt das gerade oder so. Deswegen einfach immer versuchen, ruhig zu bleiben, einfach mal kurz abwarten und ich habe aufgehört, immer gleich zum Arzt zu rennen. Bringt in dem Punkt eh nichts, weil du wirst erstmal nach Hause geschickt und mit den Sätzen, wir warten mal noch ein, zwei Tage ab. Das ist meine Erfahrung. Und müssen wir beobachten, sagt mein Onkel immer. Ja, genau. Deswegen ganz ruhig bleiben und wie gesagt, meine letzte Sehnerven-Entzündung. Und da bin ich Montag dann ganz entspannt zum Arzt und so war das dann auch. So konnte er dann auch ganz entspannt nach 5 Minuten sagen, ja, da geben wir dann wirklich Cortison, statt dass er mich dann nach Hause geschickt hat. So, weil er dann gehört hat, übrigens ist es seit Donnerstagabend, da hat er gesagt, ja, das ist wirklich eine Sehnervenentzündung. Ja, und der, also ich sag mal, wegen den wenigen Tagen macht es halt nicht den Unterschied, ne? Das ist jetzt nicht. Nee. Im Gegensatz zu dem, was du vorher gesagt hast mit der Depression, wo du sofort die Tasche gepackt hast, zu deiner Schwester bist. Es gibt ja eine genau. Situation, wo man sofort handeln muss, ne? Ja. Das, jetzt hast du schon ganz viel über Wünsche und so erzählt. Ich stelle jetzt trotzdem mal die Frage, weil ich es ja immer bei allen Gästen mache. Gibt es einen großen unerfüllten Wunsch? Oder geht ja einfach immer alle an und es ist vor allen Dingen das Reisen? Also, ich habe ja die Frage von dir schon im Vorfeld gekriegt und ich habe über diese Frage ganz, ganz lange nachgedacht und habe die auch Sven vorgelesen und habe gesagt, ich kann die gar nicht richtig beantworten und bin im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, nein. So, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, ich habe mir meine Träume und meine Wünsche einfach erfüllt und lebe nach meinen Wünschen. Und und wenn es einen unerfüllten Wunsch gäbe, wären wir schon längst dran, uns den zu erfüllen. Sehr gut. So wünsche ich mir das für mein Gegenüber. Freut mich, liebe Jule. Genau, dann kommen wir jetzt zur Blitzlichtrunde. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Hören Sie auf, sich zu rechtfertigen. Von meinem Neurologen, das war der coolste Ratschlag, den ich je gekriegt habe. Wie lautet dein aktuelles Lebensmotto? So leben, als wenn es in 10 Jahren nicht mehr geht, aber hoffen, dass es in 10 Jahren heilbar ist. Ja, sehr schön. Mit welcher Person würdest du gerne mal ein Kamingespräch führen und zu welchem Thema? Edward Snowden. Ich wüsste gern mal von ihm ohne Kameras, wie die Geschichte wirklich ablief. Wäre spannend, wohl wahr. Vervollständige den Satz, für mich ist die Multiple Sklerose Fluch und Segen zugleich. Bist du übrigens nicht die Erste, die das sagt. Echt? Komisch, ne? Komisch. Welche Internetseite zum Thema MS kannst du empfehlen? Natürlich unsere. Sollte, könnte, mache,
was.de? Entschuldige, ich habe mir es noch nicht gemerkt. Punkt.de, ja. Punkt.de, genau. Welches Buch oder Hörbuch, das du kürzlich gelesen hast, kannst du uns empfehlen und worum geht's da? Oder magst du keine Bücher, Jule? Ich muss da ganz ehrlich sagen, aufgrund der Fatigue bin ich da raus. Ich habe keine Konzentration mehr dafür. Aber ich kann dir sagen, ich kann dir gerade sagen, was mein Mann gerade liest. Der liest gerade technische Analyse der Finanzmärkte. Klingt ja extrem spektakulär. Wahrscheinlich geht es da um dieses Sekundentrading oder was weiß ich, Ultrasekundentrading oder was auch immer. Genau, ist total spannend. Oh, super, ja, da kriegt man spätestens dann Fatigue. Abschlussfrage. Hast du einen Tipp, den du deinem jüngeren Ich geben würdest zum Zeitpunkt der Diagnose? Ja, es ist okay, wenn man mal nicht funktioniert. So. Mhm. Und es gibt keinen Grund, sich dafür in irgendeiner Art und Weise bei auch nur irgendjemandem zu rechtfertigen. Ja, sehr wohl wahr. Ja, möchtest du den Hörerinnen und Hörern sonst noch was mit auf den Weg geben? Du hast schon viele Tipps heute gegeben. Ich frage es trotzdem, weil es ein Standard ist. Ich habe es zwar schon ein paar Mal gesagt, aber ich fasse es nochmal so zusammen, wie ich es vielleicht noch nicht gesagt habe. Es muss nicht immer Plan A, Plan B sein. Es kann auch mal Plan C sein. So. Ja, weil wir denken viel zu sehr darüber nach, wie zum Beispiel unser Nachbar irgendwas macht dabei. Wir müssen immer unseren eigenen Weg finden. So. Und verkrampft, man darf sich nicht zu sehr danach verkrampfen, wie jemand anders irgendwas angegangen ist. Findet euren eigenen Weg. So, und dann funktioniert auch irgendwas. Ja, ich sag nur, wir sind trotzdem nach Norwegen gekommen. Genau. Ein hervorragendes Beispiel. Genau, man findet dich überall, das packe ich nochmal in die Shownotes, man findet euch bei Instagram unter sollte-könnte-punkt-mache. Bei die Homepage ist ohne den Punkt zwischen sollte-könnte-mache, also sollte-könnte-mache-zusammen.de. Bei YouTube ist es auch sollte-könnte-mache. Packe ich, wie gesagt, alles nochmal in die Shownotes, da muss man es nur klicken. Und dann danke ich dir sehr für das Interview. Es war mir eine Freude, dass es jetzt geklappt hat. War heute auch ein längeres, aber du hast ganz viele tolle Einblicke gewährt. Ich glaube, du bist auch wirklich eine ganz große Mutmacherin. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für alle kommenden Projekte. Vielleicht lernen wir uns ja irgendwann mal kennen im schönen Sachsenländle, wenn ihr mal wieder zu Besuch seid oder so. Würde ich mich freuen. Aber erstmal ganz viel Spaß und Freude in Thailand. Und ich freue mich über alles, was ich von dir sehe und natürlich auch ganz liebe Grüße an deinen Mann, an Sven. Das ist richtig aus. Es hat mich sehr gefreut, liebe Nele. Tschüss. Ciao. Das war MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast von und mit Nele Handwerker. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge einige interessante Neuigkeiten erfahren. Wenn du noch mehr Informationen rund um die MS erhalten willst, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen Newsletter. Dort teile ich meine Erfahrungen mit dir, gebe dir Tipps für einen sanften Verlauf und du erhältst kostenloses und exklusives Bonusmaterial. Außerdem wirst du als Abonnent zuerst über Neuigkeiten informiert. Du findest den Newsletter auf meiner Webseite www.ms-perspektive.de/newsletter. Melde dich gleich an und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.